Bin die Hexe auf eigene Faust. Ach so. Warte mal, das ist die ganz falsche Quest. Will die Hexe nicht machen. Das war's auch nicht. Das da war's, der Nilen. Und wieder zurück. Das ist okay. Nein, Plätze. Du sollst diesem Weg folgen, nicht dem anderen. Pasta! So viele Pferde. Ja, jetzt sind wir im richtigen Dorf. Ach, da waren wir doch eh schon 30 Mal. Oh Mann. Langsam, langsam. Guten Tag. Warte, ist er betrunken? Nee. Dann habe ich mich verlesen. Oh, Nielen! Ich suche einen Jäger namens Nielen. Er steht vor dir. Was willst du? Ich bin wegen deiner Nachricht da. Ich bin Hexer. Wann hast du deine Frau zuletzt gesehen? Vor 5 Tagen, vor Tagesanbruch. Bin zum Jagen. Sie hat noch geschlafen. Als ich zurückkam, war sie verschwunden. Ist dir was Seltsames aufgefallen? Ihr Verhalten vielleicht? Nein. Sie war fröhlich und glücklich, wie immer. Sie ist nicht weggelaufen, wenn es dir darum geht. Vielleicht ist sie ins Nachbardorf gegangen und hat vergessen, es dir zu sagen. Nein, meine Schwester war noch nie so lange weg. So bist du denn? Hat sie nach ihr gesucht? Wir haben im Dorf gefragt. Keiner hat sie gesehen. Sie muss los sein, als alle geschlafen haben. Ich habe ihr immer wieder gesagt, sie soll nicht alleine gehen. Sie hat nie auf mich gehört. Ich habe mit einigen Männern den Wald durchsucht. Nichts. Ich werde im Wald suchen. Vielleicht habt ihr ja etwas übersehen. Ich frage auch herum. Hat sie Freunde? Hannah bleibt meist für sich. Manchmal passt sie auf die Kinder vom Schmied auf. Und im Dorf mochte sie Glenna, die Frau des Schlachters, am meisten. Danke. Ich versuche, sie zu finden. Kann aber nichts versprechen. Darf ich mal euer Haus durchsuchen? Aus dem Weg! Okay. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, das ist das falsche Haus. Na gut. Frage die Nachbarn nach Hannah. Hey. 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 Hey, Glenna. Grüß dich. Bist du Glenna? Ja. Ich habe nur Knorpel und Innereien zu verkaufen. Aber du musst warten, bis ich alles zerlegt habe. Bist du die Frau des Metzgers? Metzger? Ich bitte dich. So könnte man ihn im Schatten der Mauern von Novigrad bezeichnen. Jetzt verkauft er Aas. Tote Tiere, deren Knochen sich noch für die Suppe eignen. Kaufst du was? Ich möchte mit dir über Hannah sprechen. Hab gehört, ihr wart befreundet. Manchmal kam sie vorbei und wir haben geredet. War sie in letzter Zeit seltsam? Weißt du, wo sie hingegangen sein könnte? Seltsam? Nein, so fröhlich wie immer. Ich denke, die Wölfe haben sie geholt. Die letzten Nächte haben sie geheult. Selbst die Männer des Barons haben Angst, herzukommen. Hannah muss in den Wald gegangen sein. Vielleicht hat sie Pilze gesammelt. Sie ist zu tief hinein. Die Heuler haben sie erwischt. Obis. Bitte, meine Herren. So, nächste Nachbarn. Hey, guck mal, die Kleine sieht aus wie Gretka. Toll! Mein Papa macht Schwerter wie das hier. Darf ich mal anfassen? Besser nicht. Das ist scharf. Ich muss mit eurem Vater reden. Früher habe ich Schwerter geschmiedet. Jetzt sicheln und hacken. Gute Waffen findest du nur in Novigrad. Ich bin nicht wegen den Waffen hier.
Ich wollte mit dir über Hannah sprechen. Sie hat auf deine Kinder aufgepasst. Tante Hannah, weißt du, wo sie ist? Nein, deshalb bin ich hier. Hat sie euch gesagt, wo sie hingeht? Oder sonst irgendwas? Sie hat gesagt, dass Rüben gesund sind und wir sie essen sollen. Ich habe gesehen, wie sie in den Wald ist. Mit einer anderen Frau. Es war fast morgen. Ich bin raus, damit ich das Bett nicht nass mache. In den Wald? Dann ist sie erledigt. Warum? Ein großes Rudel durchstreift die Gegend. Niemand im Dorf traut sich in den Wald, außer Nielen. Aber der ist ja auch Jäger. Hast du die andere Frau erkannt? Weißt du, wer das war? Nein, sie lief vor Tante Hanna. Ich konnte sie nicht erkennen. Okay. Vielen Dank. Lebt wohl. Suche mit Hilfe deiner Hexersinne in den Wäldern nach Spuren von Hanna. Diesmal würde ich aber gerne reisen, wenn es hell ist. Mensch. Ich gehe doch nicht im Dunkeln in den Wald. Ich bin doch nicht doof. Guten Morgen. Guten Morgen, Plätze. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Jeder hat einen Baum gepisst. Jan? Geh mir aus den Augen. Da ist ein Streuner. Schwör ab, du Monster. Oh, ein Friedhof. Das ist ja toll. Und hepp. Ich nehme eine Abkürzung. Jetzt direkt Richtung Quest und nicht den Weg lang. Lauf, Gerald, lauf. So, guck mal einer an, du. Wir sind da. Da sind Geräusche. Ja, ich gehe erstmal überall anders hin. Was sind das viele Rehe? Gut, ich glaube, ich muss zu den Geräuschen. Na gut. Oh. Ein paar Wölfe gefunden. Hey, ich wollte gerade zaubern. Brennt, ihr Wölfe, brennt. Ciao. Wolfsleber, Hundeteig. Ey, ich bin nicht fertig. Hexa? Was machst du hier? Du solltest nicht alleine im Wald sein. Ich wollte dir nur sagen, du brauchst nicht nach Hannah zu suchen. Sie wäre längst zurück, wenn sie am Leben wäre. Ich bezahle dir doppelt so viel wie Nielen. Sag ihm einfach, dass seine Hannah tot ist. Willst du nicht wissen, was ihr zugestoßen ist? Ich mache mir keine Illusionen, Hexer. Wer in Velen so lange verschwunden ist, kommt nicht zurück. Die hat Hannah was damit zu tun. Ist tot. Nielen sollte diesen Verlust akzeptieren. Nach vorne schauen. Ich hätte ihre Schwester umgebracht, um an den Jäger ranzukommen. Seltsam. Normalerweise wollen die Leute wissen, was ihren Angehörigen passiert ist. Um jeden Preis. Was sollte das nützen? Ich bekomme meine Schwester nicht zurück. Mir bleibt nur Nielen. Ich will ihn nicht auch noch verlieren. Er wird Hannah rächen wollen, auch wenn das sein Leben zerstört. Der Mann verdient Besseres. Also dich oder wie? Tut mir leid. Ich schließe meine Aufträge immer ab. Es stimmt, was die Leute über Hexer erzählen. Ihr seid herzlose Kreaturen. Da sehen wir noch, wer herzlos ist. Klauenspuren. Sie sind tief. Ich
Das ist kein Wolf. Das war kein Mensch. Schnitte von langen Krallen. Das Fleisch wurde runtergerissen. Langsam wird's interessant. Hm. Jetzt noch ein bisschen Loot. No, mein Loot. Gib her. Gib her. So. Haben wir schon untersucht, aber was ist denn das hier? Das muss Hannah sein. Das riecht nach einer verwesenden Leiche. Sprichwörtlich. Überall ist Blut. Oder? Werwolf. Ohne Frage. Ich muss vorsichtig sein. Der Kreis hat sich eingedingst. Oh, jetzt sagt nicht, die Schwester ist der Werwolf. Blut und Pfotenabdrücke. Wohin sie wohl führen? Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Soll bestimmt wieder runtergekommen sein. Ein Fellbüschel. Ugh, wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Wird wohl Zeit für ein Bad. Ein Blutbad. Der Hexer ist voll der Schnüffler. Schniff, schniff. So. Da lang. Da lang. Oh, guck mal. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Ich nicht. Was für komische Flecken? Vielleicht um den Geruch loszuwerden. Um sich zu verwandeln. Wer weiß. Oh, eine Hütte. Guck mal. Ich hab da was gefunden, aber ich kann damit nicht interagieren. Toll. Irgendwie außerhalb vom Kreis. Toll. Dann damit. Auch nicht! Warum nicht? In der Nähe. Ja, wirklich. Ja. Ich kann den Dingern folgen, aber ich kann nicht mit denen interagieren. Einfach weiterlaufen? Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Okay. Einfach nur weiterlaufen. Na gut. Ein Hirsch. Seide. Oho. Oh, da hat der Jäger seine Frau umgebracht, um mit der Schwester zusammen zu sein. Eine schicke Armbrust. Manuskriptseite Albedo. Will erst looten. Schlüssel nötig, na toll.
Notizen. Von wem die wohl sind? Geheimnisvolle Notizen. Lesen. Ich bin, wer ich bin, das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hanna. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu zerlegen ist eine Sache, sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier tief im Wald niemanden verletzen. Gütige Militele, wache über alle, die zu nahe kommen. Okay. Die Schwester wusste, dass er ein Werwolf ist. Dass er sich nicht erinnert und hat die Frau in den Wald gebracht. Er hat seine Frau umgebracht und jetzt kann sie mit dem zusammen sein, weil er erinnert sich ja eh nicht, dass er sie umgebracht hat. Okay. Ich will den Schlüssel für die Truhe haben. Schnüff. Geht's runter. Das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Von hier. Sollte vielleicht in die Höhle rein, oder? Klopp, klopp. Oh. Na gut. Art war es nicht, oder? So. Eine dunkle Höhle. La 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 la. Warte auf Einbruch der Dunkelheit. Na toll. Will ich das? Pilze. Ich glaube, das war ein Kuh. Runensteine. Wolfsbann. Eisenerz. Pilze. Wolfsbann. Oh, was bist du denn? Meteoritensilberplatte, ah ja. Gibt's hier was Schönes? Uah! Was ich wüsste. So, also ich würde sagen, ich habe nichts gefunden, außer eine tote Kuh und Blut. Ich warte. Da hinten in der Ecke. Auf den Einbruch der Dunkelheit. Könnte ein bisschen dauern. So. Ne, ich habe das Gefühl, ich muss hier noch irgendwas finden. Ich weiß nur noch nicht was. Okay. Wer sucht, der findet, nicht wahr? Ja, da geht's nicht lang. Doch, ne? Sah das eben schon so aus? Nee, ne? So, hier fängt's an. Ich sehe nichts. Zwei Kühe, also zwei Kühe.
Da war der Meteoritenstahl. Ich finde hier nichts. Oder muss ich bis Mitternacht warten? Da steht einfach der Dunkelheit. Sollten wir ja wohl mittlerweile haben. Nö, an der Decke ist nichts. Okay. Ich warte noch ein bisschen. Aha. So, der Werwolf hat Freunde. Das wollte ich nicht. Verdammt. Ich wollte ihm gerade ausweichen. Wir haben lange nicht gespeichert, ne? Oh oh. Ich sollte mir angewöhnen, öfter zu speichern. Viel öfter. Ladebildschirm vorbei. Oh, okay. Da geht's ja.